Ihr Stellenwert fürs Team groß. Ihre Bedeutung jedoch oft unterschätzt. Ihr Spielstil vielleicht unauffällig, aber essentiell für den Erfolg. Wer läuft in seinem Team unter dem Radar? Wer sind die unterschätzten Spieler der Bundesliga-Teams? Nein, als großer Hoffnungsträger kam Strelí Mamba vor dieser Spielzeit nicht zum Bundesliga-Aufsteiger nach Paderborn. Eine Saison dritte Liga, immerhin mit 11 Toren und 5 Vorlagen, das war die Empfehlung des Stürmers. Vielleicht war er auch deshalb von vielen unterschätzt. Vor einem Jahr, im Frühjahr 2019, konnte auch Strelí Mamba den Abstieg von Energie Cottbus aus der dritten Liga in die Regionalliga nicht verhindern. Und da schien es schwierig zu werden für den immerhin schon 24 Jahre alten Stürmer, bei dem es in verschiedenen Anläufen in Karlsruhe, beim VfB Stuttgart oder beim 1. FC Kaiserslautern nicht bei einem arrivierten Club geklappt hatte. Doch das schnelle und kompromisslose Umschaltspiel von Trainer Steffen Baumgart liegt dem gebürtigen Göppinger. Es ist sozusagen Mambas natürliche Umgebung. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kam der extrem schnelle, spritzige, dribbelstarke Spieler immer besser zurecht und hat inzwischen schon 5 Tore auf seinem Konto und damit im restlichen Teil der Saison sogar die Chance auf einen historischen Rekord. Denn den hält zurzeit noch aus der Saison 2014-15 Elias Katschunga mit 6 Toren für den SC Paderborn. Also Mamba ist nicht mehr so weit weg vom Knacken dieser Marke. Unter anderem auch wegen der Corona-Pause. Denn am 21. Februar verletzte sich der Deutsch-Kongolese in der Allianz Arena schwer. Ein Teilriss der Bizepssehne hätte sonst womöglich das Saisonaus bedeutet. Seit 2,5 Wochen ist Mamba wieder im Aufbautraining. Vielleicht wird es jetzt ja doch noch was mit dem neuen Rekord.